Traumabekämpfung auf eine ganz eigene Art. Mit der Kraft des Ozeans heilen. Eine der vielen Ideen von Ilvat Ellmann. Sie nennt die Therapie Yogadisho. Yoga und Mogadischu. Eine innovative Methode, um die Mauern des Schweigens zu brechen, Terror oder Vergewaltigung zu verarbeiten. Alles auf der Yogamatte ausschwitzen, den Körper bis ans Limit treiben und dann nachzudenken, wann man schon mal eine extreme Körpererfahrung hatte. Das hat funktioniert. Es gibt sehr viel Forschung zum Thema Yoga und Trauma. Wir wollten ausprobieren, ob dieser Ansatz auch in Somalia klappt. Dass sie einmal weltweite Aufmerksamkeit für ihr Wirken bekommen würde, ahnte sie nicht, als sie vor 10 Jahren aus dem kanadischen Exil in ihr Geburtsland zurückkehrte. Sie war 19 Jahre alt, sprach weder Somali noch kannte sie die Realität in dem kriegszerstörten Land. Aber ihre Mutter war bereits dort. Eine standfeste Menschenrechtsaktivistin, eine treue Hüterin des Vermächtnisses meines Vaters. Als Alleinerziehende hat sie mich und meine Schwestern aufgezogen und ist mitten im Krieg nach Somalia zurückgegangen. Sie war der Grund, warum ich auch nach Somalia wollte. Sie hat mir beigebracht, dass ich als Frau alles werden, alles machen kann. Und das hören wenige Frauen in Somalia. Sie hat mich immer angetrieben, das Beste aus mir herauszuholen. Ilvat Ellmann stürzte sich in die Arbeit, organisierte Gelder, kümmerte sich um ehemalige Kindersoldaten und nun auch um junge Frauen und Mädchen. Wir haben das erste Zentrum für Vergewaltigungsopfer eröffnet. Wir kümmern uns um ehemalige Kindersoldaten, die von bewaffneten Gruppen oder Terrororganisationen rekrutiert worden sind. Wir sorgen für Sicherheit und ermöglichen ein selbstbestimmtes Leben. Eine Arbeit, die nicht allen gefällt. Schon ihr Vater war 1996 umgebracht worden. Vor knapp einem Jahr wurde ihre ältere Schwester ermordet. Ein Moment, der alles in Frage stellte. Doch Ilvat Ellmann entschied sich, zu bleiben. Wir gehen dieselben Risiken ein wie alle vor Ort. Die Realität in Somalia ist, dass die Gewalt immer weitergeht, weil alle auf bessere Zeiten warten. Deshalb haben wir seit 30 Jahren Krieg. Keiner setzt sich hin und packt einfach an. Aber genau das hat Ilvat Ellmann getan. Nicht nur in Somalia, afrikaweit, weltweit. Vor dem UN-Sicherheitsrat hat sie über die Situation in ihrer Heimat berichtet. Geschickt nutzt sie die sozialen Medien. Wir sind immer online, alle. Junge Leute wollen ihre eigene Geschichte erzählen und ich bin stolz darauf, das möglich zu machen, indem wir Jugendlichen die nötigen Mittel dazu geben. Die Geschichten werden gehört. Der 29-Jährigen ist es wichtig, ein anderes Bild von Somalia zu zeigen. Nicht nur Chaos und Zerstörung. Nothilfe war in den vergangenen 10 Jahren der Fokus von Ilvat Ellmann. Aber ihr geht es um mehr. Bisher haben wir immer nur auf Gewalt reagiert, versucht, Missbrauch und Trauma zu lindern. Jetzt wollen wir es erst gar nicht mehr so weit kommen lassen. Ob es nun um soziale Normen und Bildung geht oder ob wir versuchen, den Teufelskreis traditionellen Missbrauchs zu stoppen oder ob wir auf die Gesetzgebung einwirken. Ilvat Ellmann will helfen, die Gesellschaft grundlegend zu verändern. Mit der jungen Bevölkerungsmehrheit an ihrer Seite, glaubt sie, kann das gelingen.